Okay, wird übelst scheiße, das Video, gell? Ich seh's jetzt schon. Aber egal, Junge, kack drauf. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt's ein Manga-Sammlungs-Reaction-Video und zwar ich reagiere zusammen mit euch auf eure Manga-Sammlung und heute habe ich auch schon direkt den ersten Gast hier dabei und zwar Stupid Rice Crane. Und ja, stell dich doch mal vor, was ist dein Lieblingsmanga, wie viele hast du, seit wann sammelst du und so weiter. Und ja. Mein Name ist Ming oder Stuart Rice Green, wie ihr es auch einer nennen wollt. Mein favorite Manga-Werk ist Tokushigul. Wundert euch nicht, warum ich Tokushigul nicht in meiner Sammlung später habe, wenn ihr es nicht sieht. Ich habe es verkauft, um die englische Bände zu kaufen, weil die englische Bände einfach geil aussieht. Also die Spines. Und ja, ich sammle schon seit 2019 aktiv. Und habe circa 400 Mangas. Oder vielleicht mehr, weiß ich es aber nicht. Ich muss irgendwann mal nachzählen. Stabil auf jeden Fall. Ist so. Jo, danke. Ja gut. War's das? Ja, das war's. Was soll ich sagen? Okay. Was war nochmal Lieblingsmanga? Tokushigul. Okay, und du fandest die Buchrücken schöner, im Englischen? Ja, also genau, im Englischen sind es viel geiler. Die hast du auch in der Sammlung? Nee, hab ich nicht. Ich hab die Deutschen verkauft. Ja, hast du die Englischen in der Sammlung? Aktuell noch nicht. Ich will mir die Boxen kaufen. Ah, okay. Weil sonst hätte ich mir den mal angucken können. Aber das ist einfach fucking out of print. Gottlos. Oder einfach scheiße teuer. Oh Mann, ey. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Sammlungsreaction und let's go. So, fangen wir auf jeden Fall mal mit dem ersten Bild an, was du mir geschickt hast. Und ja, ich sehe den One Piece Schuber. 1 bis wie viel? 12 war das? 1 bis 12, genau, 1 bis 12. Ja, das ist ja die erste, also die East Blue Saga, ne? Und ja. Daneben hast du ja noch einen Ruffy oder Luffy in seiner Gear-Form. Gear 4. Boah, Gear 4 ist ja Dressrosa, ne? Ja, genau, ist Dressrosa. Ja, gut, die habe ich noch nicht gesehen, Mann. Scheiße, Mann. Also, ich kenne die natürlich schon durch Spiele und so, aber. Aktuell im Anime habe ich den noch nie gesehen, ey. Okay, belastend. Und den 100. Band hast du auch und 101 auch schon. Okay. Also ich sammle einfach nur die Boxen, wenn sie released werden. Die Leerschuber oder die Vollschuber dann? Die Vollschuber. Die Vollschuber. Plus, One Piece Band 100 und 101 ist halt Erstauflage. Da gönnt man sich einfach. Muss man mitnehmen. Im Nachhinein ärgert man sich nur darüber, deswegen. Ja. Ja gut, ich habe auch überlegt, die dann mit Schuberweise zu holen. Hab bis jetzt noch keinen. Aber irgendwann wird's kommen. Ich werde auch Schuberweise holen, ja. Vielleicht im halben Jahr und dann hole ich mir Schuber für Schuber. Aber ja, hab da jetzt noch keinen Zeitdruck. Wird safe immer wieder verfügbar sein, nachgedruckt werden und so weiter. One Piece halt. Ja, easy, safe. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Aber ist teuer geworden. Ist teuer geworden, also die Einzelbände von 6,5 zu 7 Euro. Echt? Und dann ist auch die Box teurer geworden. Kann gut sein, das weiß ich selber nicht, aber ich weiß nur, die Einzelbände sind teuer geworden. Ah, okay. Also ein paar welche. Okay, dann gehen wir mal aufs nächste Bild. Da sehe ich schon direkt. Da freut sich der Mugi, ey, wenn er das sieht. Berserk, die Deluxe Edition ist es, ne? Aus dem englischen Raum. Genau, Dark Horse. Dark Horse, ja. Wie viel kostet so ein Band 40er, ne? 40 bis 50. 40 bis 50, okay, also wahrscheinlich die schon mehr wert als meine Manga-Sammlung gefühlt. Aber ist okay. Ja, daneben. Ja. Also daneben ist auch noch der Band 41 in der französischen Edition. Sieht viel, viel, viel geiler aus als die deutsche. Ist halt Hardcover und so weiter. Und sieht auch ist, super ist auch Großformat, ey, sehe ich auch gerade. Ja, ist auch groß. Und daneben ist einfach mein Tokushigul Artboard. Ah, das habe ich auch. Ist einfach ein Muss. Das ist entspannt. Ja, das hat schöne Zeichnungen und so, also. Ja, Mann. Ist ein Muss. Masse. Aber das ist ein Berserk, der 41. Band aus der französischen. Ich hätte es auf ein Artbook getippt oder so, weil es auch Großformat ist. Aber dass die wirklich bei 41 Hardcover Großformat rausbringen. Wie haben die generell, bringen die generell die Bände so raus? Oder ist es jetzt, der letzte Band, der veröffentlicht wird und so? Aber es geht ja jetzt weiter. Ja, es geht weiter, wahrscheinlich wussten sie nicht, wussten sie nicht. Aber das ist halt die Limited Edition. Da gab es auch so ein Shigeshi, ein Metall-Shigeshi wie bei AOT. Ja, wahrscheinlich nur ein Gut. Ja. No Front.
Okay, dann gehen wir weiter. Call of the Night. Ich schwöre dir, ne? Egal. Die englische Edition, die sieht schon hartzig aus. Die sieht schon hartzig aus. Sieht geil aus, oder? Die sieht schon geil aus, ja. Also, ich bleibe jetzt trotzdem bei der Deutschen, ne? Weil Deutsch. Und, aber die sieht echt. Boah, würde das. Würde, oh, der Buchrücken, der sieht echt geil aus, Mann. Also wirklich. Kann ich verstehen, dass du die sammelst anstatt die Deutschen. Ich bin ehrlich, ich hätte eher gewünscht, dass Dingsbums Carlsen oder Mangelkult, na, Mangelkult nicht, aber Carlsen sowas oder Hayabusa Call of the Night geholt hätte als Tokyo Pop. Warum? Weil diese rote, wie Dingsbums daneben, die Greyman oder neben Call of the Night, es sieht hässlich aus, finde ich ehrlich. Ja, warte mal. Es sieht einfach verdammt hässlich aus. Ich sehe es gerade nicht, Mann, der Band liegt genau andersrum. Ist es nicht, das ist nicht rot-weiß, das ist dann so schwarz-weiß, oder? Also es ist nee, so ist auch rot. Auch rot? Also, ja, auch rot bei Call of the Night, bei den deutschen Okay. Band. Okay, ja gut, dann. Aber die englischen sehen schon hart krass aus. Dann hast du ja, wie du schon gesagt hast, die Crayman daneben. Hast du die komplette oder fehlen dir da welche? Ich sehe hier zweimal 1-2. Also, mir fehlen nur 3 Bände. Ich habe die alle für 150 ergattern können. Also inklusive Versand und Käuferschutz. Was super geil. Oha, das ist schon gut. Schon gut. Ja, 3 Bände fehlen dir, mach Medimobs. Und dann. Ja, easy. Aber auch hier, warum hast du zweimal Band 1 und 2? Keine Ahnung, die Person hat es mir einfach so verkauft oder dazugegeben. Also kann dazu nichts sagen. Okay. Lol. Okay, daneben hast du mein Mann. Die alten Death Note Bände und jetzt sagst du, ey, die sind scheiße, was ich verkaufe die und hol mir die neuen, aber es ist mir egal, du hast sie jetzt gerade in deiner Sammlung und ich habe auch die grauen bzw. Silberrücken und ja, keine Ahnung. Die habe ich sogar von Kuroku gewonnen, also im Gewinnspiel. Echt? Was super nice ist. Ja, die habe ich gewonnen. Okay, krass, Alter. Ich will sie nicht freiwillig holen. Sorry, ey, ich muss schon sagen, also ich finde das schon geil, weil das halt ich weiß nicht. Ich finde die Silberrücken an sich eigentlich cool. Also Bleach finde ich richtig cool. Hätte ich auch so gerne die Einzelbände. Aber bei Death Note finde ich die Farbbuchrücken auch ganz cool. Aber ich finde es halt, zum Beispiel bei Pumpon finde ich es auch nicht geil. Kann sein, dass alle das anders sehen. Aber ich finde halt echt nicht geil, dass einfach andere Farben so auf einmal rot, dann blau, dann grün, dann gelb. Und ich denke mir so, okay, sind das alles verschiedene Mangas oder sind die jetzt in einer, ist das eine Reihe? Das stört mich halt. Ja. Aber bei Death Note geht das ja noch, aber Silberrücken finde ich auch cool. Mhm. Also finde ich stabil. Ja, genau. Daneben hast du das Artbook von Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, genau. Das muss ich mir auch noch holen, das kleine. Ja, das kostet nur 10er, war günstig. Ja, man, 10er für so ein dünnes Ding, was Softcover und klein ist. Also, das ist schon, also, das ist ein halber Manga. Ja, das ist auch nur Farbseiten. Das ist ja komplett Farbseiten, also mein Gott. Komplett Farbseiten, okay. Das ist normales Papier oder so Fotopapier? Nee, schon Fotopapier. Das soll ein hochwertiges als, sag ich mal, normaler Manga-Papier. Ja, okay, dann kann man sich das ja mal gönnen. Ja. Also es lohnt sich generell, ist einfach Tsui Ishida, ganz ehrlich. Ja, Tsui Ishida ist schon, also die Cover sehen, ach Junge, lass uns nicht darüber reden, das dauert zu lang. dann haben wir noch Jigen daneben, 1 bis 9. 1 bis 10. 1 bis 10, wo ist denn, ach da, das Schwarz, das stimmt. Warte. In die Falle gesappt, okay. ja, also Jagan wollte ich, beziehungsweise will ich immer noch holen, ist auf der Wishlist. Meine Wishlist ist gefühlt 500 Meter lang und ich muss erstmal warten mit den ganzen anderen. Priorität hat jetzt bei mir gerade Vinland Saga als nächstes, dann Vagabond und dann Berserk. Die drei Reihen will ich auf jeden Fall Stück für Stück jetzt vervollständigen als nächstes und danach kommen dann halt die ganzen anderen Reihen. Ich habe halt noch die laufenden hier, Boys Abyss und so ein alles Mögliche. Ich werde mir auch diesen Monat wahrscheinlich noch Platte on the Tracks holen. Ich bin, ey, Manga sammeln ist so verflucht, ne? Das ist nicht mehr normal. Oh ja, das ist fucking teuer. Aber Jagan, die Zeichnungen sehen schon cool aus. Die Story an sich, brutal. Ich hab Bock auf brutales Zeug, Mann. Und ja, wird sich auf jeden Fall gegönnt. Daneben haben wir Noragami. Kuroko liebt es ja. Ja, auch sehr gutes. Also die Zeichnungen sehen super geil aus. Ja, von den Covern her sieht es auch richtig wild aus. Aber außer Cover 13. Cover 13 sieht abartig hässlich aus. Ja gut, da habe ich keine Ahnung. Aber ich kann nur sagen, ich habe glaube ich 2-3 Folgen im Anime geguckt und dann
pausiert. Ich, wie gesagt, ich droppe eigentlich nie Animes, ich pausiere sie nur auf unbestimmte Zeit, weil ich ziehe alles durch, ist mir so egal, was ich schon durchgezogen habe für eine Scheiße, ne? Aber obwohl auch Taxi ist auch noch pausiert, muss ich auch noch gucken, die letzten zwei, drei Folgen, aber ich schweife vom Thema ab, ja. Noragami, cool. Dann kommen wir zu Ajin. Okay. Noch eine Reihe, die ich haben will. Komplett, ne? Ja. 1 bis 17. Und, ja, also ich bin gespannt, ob der Antagonist das wirklich stimmt. So krass ist, wie alle sagen. Aber, ja, also die werde ich wahrscheinlich nie bekommen, außer ich werde die komplett irgendwann mal kaufen, weil, ja, sind schon out of print und so. Ja. Egmont halt, ne? Danach, daneben haben wir Goatland Saga, nein, Spaß. Vinland Saga. Junge, hat mich mega an Kuroko erinnert. Ja, also Vinland Saga, ja, ich habe nur in Anime geguckt, heißt bis Band 8 geht der Anime und Mitte Band 8 geht auch schon ab nach Anime weiter. Und ich habe Band 8, 9, 10 hier bei mir stehen. Werde ich mir, wie gesagt, die nächsten Zeit kaufen. Soll Season 2 nicht kommen? Season 2 wird kommen, ich glaube Anfang nächstes Jahr. Ah, okay, ich dachte doch dieses Jahr, okay. Nee, ich glaube Anfang nächstes Jahr, soweit ich weiß. Ja, I don't know. Oder, oder Winter hier, Januar irgendwann oder so. Ich weiß gerade selber nicht aus dem Kopf. Ist auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn dann sagt, habe ich richtig Bock. Ich will das auf jeden Fall lesen, bevor der Anime kommt. Und ich habe richtig Bock. Es wird so in naher Zukunft in meiner Sammlung sein, habe ich richtig Bock. Okay, daneben haben wir The Killer Inside 1 bis 5. Wie viele sind raus? Ah, nee, 6. Da sehe ich den 6. noch. Ja, also. Treffen sind echt stark, heftig, sind fucking gottlos. Klar, ich könnte es auch online weiterlesen, aber ich lasse mich eben lieber abwarten. Ja. Hab echt Bock drauf. Wenn ich muss, dann kann man auch warten. Ja. Und ich habe hier auch Band 1 bis 5, glaube ich, und alle noch eingeschweißt, nicht einmal reingeguckt. Ja, ich habe viel hier, ja. Und ich bin jetzt gerade beim AOT, Read, Reread, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann kommen wir mal zum nächsten Bild. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon bei 50 Minuten. Ne, wir sind bei 14 Minuten, davon sind wahrscheinlich 4 Minuten Fail. Okay, alles gut, Digga. Es geht weiter. To Your Eternity. Habe ich den Anime nur gesehen und habe mich richtig gebrochen. In mehreren Hinsichten. Ja, also ich hab nur viel Discos gehört und auch viel Depressives. Ja. Da habe ich echt fucking Bock. Der Anime wollte ich mir immer reinziehen, hab's nie gemacht, deswegen habe ich einfach von dem Manga geholt, also alle Bände für 50 Euro auf Kleinanzeigen geholt. Mhm. War fucking gutes Angebot. Bin echt stolz drauf. Ist das wieder zweimal Band 1 oder was ist das? Einmal ist Dingsbums sowas wie ein Variant-Cover mit Umschlag. Ah, das gab's bei To Eternity auch. Okay, krass, wusste ich gar nicht. Okay, heftig. Ja. Ja, To Eternity finde ich cool. Also, War selber verwundert. Musste ich auch mehrmals weinen, tatsächlich. Und das ist, das ist nicht so selten. Aber bei Violet Evergarden auf jeden Fall heftig. Gefühlt ab Folge 3 oder so jede Folge geweint. Und To Eternity war auch heftig. Also wirklich, das sind so Dinger, wenn du das guckst, du bist richtig am Arsch, bist runtergezwungen, kannst nicht mehr. Außer man hat gute Nachpolpon gelesen. Dann. Gut, nach Punkt ist auch noch so ein Thema. Ich will das jetzt eigentlich. Hast du es noch in der Sammlung? Ja, hab ich. Sieht man es auf den Bildern, ja, ne? Dann lass uns drüber reden, wenn es kommt. Jo, easy. Okay, wir haben hier noch 20 TH Century Boys. Egal was ihr sagt, so. Ich bin ehrlich mit euch. Holt euch 20 Century Boys. Ist besser als Monster, bin ich ehrlich. Oh, das ist schon eine Ansage. Ist super gut, Digga. Also die Storyline ist fucking flüssig. Ich kann es nicht so komplett bingen, ich brauche immer einen Tag Pause dazu, um es weiterzulesen. Es ist fucking gut, Mann. Es ist textlastig, aber es fühlt sich voll flüssig an. Wie Butter, Mann. So. es ist sehr flüssig zum Lesen. Es ist super gut. Okay. Gute Story. Ja, ich glaube, bei Brown habe ich ja letztens Lesen-Update gesehen. Da ja auch drüber geredet. Und das, worum es an sich geht, klingt schon sehr interessant. Da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Dauert noch. Digga, würde ich mir alles holen, was du in der Sammlung hast, dann wäre ich jetzt schon fünfmal arm. Also. Aber gut, sind wir bei 20 Century Boys und jetzt kommen wir zu Monster, das, was du gesagt hast gerade. Kann ich kurz schnell einen Hot Take machen?
20th Century Boys Band 5 ist schon größer als Vinland Saga komplett bis 1 bis 24. Echt? Ja, ist echt so verdammt gut, Mann. Es kickt, glaube ich, Vinland Saga sogar in meinen Top 3 raus. Oh, okay, das ist schon eine Ansage. Ja, Mann. Okay, dann kommen wir Monster zu Band. Monster Band 9, warum auch immer nur du den letzten Band hast. Er hat es geschenkt bekommen. Kriegst du es Ah, weg? okay, wo hast du den denn? Ist einfach so von Verwandten. Ah, okay. Daneben haben wir etwas, was ich, irgendwas Englisches vom Wiz. Ja, Alice in Borderland. Alice in 1 bis 2. Borderland. Ah, okay. Ja, vielleicht kommst du. Ich wollte mir Netflix-Serie geben, aber ich weiß Ja, nicht, ich lasse der es war einfach gut. erstmal. Vielleicht kommt er irgendwann in Nee, Deutschland oder der ist so. wirklich gut. Der ist wirklich gut, Mann. Der ist wirklich gut. Also die Serie. Okay, überlege ich mir nochmal. Ja. Da hast du hier Dorohedoro, Band 1 bis 6 und den ersten in der Limited Edition. Bis 7. Bis 7. 1 bis 7, ey, ich bin Ja. lost heute. Easy. Aber krass, okay. Ja, Dorohedoro ist wahrscheinlich cool. Die Zeichnung ist auf jeden Fall nice. Ich habe es mir geholt und wieder verkauft. Nicht, weil ich es kacke finde oder Was? so. Einfach nur, weil ich habe das Geld in eine andere Reihe investiert. Und ich hole es mir, wenn ich es lesen möchte, weil das wäre jetzt sowieso nicht in nächster Zeit gelesen worden. Deswegen. Jetzt kommen wir Ja. einfach die Highschool DxD. Das hier kommt wahrscheinlich gleich. Highschool, die habe ich nicht mal. Ja. Dann haben wir Sehr hier gut dabei. noch Yokohama YKK Kaidashi einfach. Kiku. Hä? Aber YKK. Weißt du, was auch nicht aussprechen? Okay, was ist das? Worum geht's? Ist irgendwas Englisches wieder? Ja, Englisch ist noch nicht gelesen. Okay, dann haken wir einfach so ab. Ja. Ja, dann kommst du Grand Blue Dreaming. Band 1 bis 3. Beste Interessant, okay. Comedy. Beste Comedy-Anime der Welt, bin ich ehrlich. Ja, Der Manga ich. will ich noch lesen. Also nach dem Anime habe ich direkt den Manga reingezogen. Ist fucking Okay, funny, Mann. okay. Wie viel Folgen hat der Und? Anime? Aber nur 12? Leider 12. Nur 12 Folgen. Okay. Ja. Ja, muss ich mal reingucken. Vielleicht, ja, ich guck mal rein. Ja, komm, scheiß drauf. Irgendwann, es ist auf der Liste und die Liste wird irgendwann abgearbeitet. Innocent habe ich sehr oft, also Nicht was für gehört. sehr oft, aber es wird mir, es kommt mir immer wieder vor Augen, die Reihe, ja, und ich habe Bock drauf. Die Zeichnungen sehen richtig cool aus und generell so History-Dinger hätte ich richtig Bock. Nur irgendwie, ich habe richtig Bock und trotzdem, da gibt es ja irgendwie so eine Sequel-Reihe, ne? Die anscheinend Ja. nie hierher kommen würde. Und das Ja, gibt schon leider. wieder so einen kleinen, ah, okay, vielleicht schiebe ich so ein bisschen nach hinten so. Ich weiß nicht. Nee, I don't know. Hast du die Das Ding ist, komplett ich gelesen? glaube. Nö. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade am 20th Century Boys reden. Ja, das Da. brauche erstmal ein halbes Jahr. Ja, Ja, okay, dann haben wir Innocent abgehakt. Ist auf der Ja. Liste. Hole ich mir bestimmt irgendwann. Ja. Danach das Land der Juwelen oder was ist das? Ich sehe das Das Land schlecht. der Juwelen. Das Land der Juwelen, ja. Hab ich gelesen. Ist super gut. Ist echt gut. Echt? Ja, ich glaube, ich glaube, es ist kein dummer Take, wenn ich das sage, ist größer als Finanzlager. Du machst dich richtig unbeliebt bei richtig vielen Ich Leuten, ne? Ich sag. weiß. Aber oh, fuck it. So. Ja, man muss einfach Facts raus sagen. So, verstehst du? Meine, so, sie sollen auch was anderes, so Underdogs lesen. So, wie zum Beispiel 20 Cent. Okay, ist kein Underdog, aber 20 Century Du mit Boys. deinen 20th Century Boys, ne? Das Land der Juwelen. Als Peak, Mann. Peak Fiction. Okay, Land der Juwelen irgendwann bestimmt. Wenn nicht der Nicht Anime, dann. irgendwann. Mal gucken. Ah, Anime CGI. Pool CGI. Ja, CGI muss Ja, nicht immer also. schlecht sein, ne? Also. Ja, klar. Der ist gut. Also, ich finde den Beastars als Anime auch super gut. Ja, ich finde den auch cool. Muss ich mal Staffel Ja. 2 gucken. Digga. So, daneben haben wir, warte, lass mich raten. Das sieht aus wie We Never Learn. Ja, ist es. Ja, okay, das ist auch so, soll so ein edgy Ja. Rom-Com-Ding sein. Es hat leichte Edgy-Elemente, aber nicht so harte. Okay, Also ist ich gut, habe Bilder ich liebe es. gesehen. Und die sagen da Egal. was anderes, aber wenn du sagst, da ist so ein kleiner Edgy-Anteil, dann glaube ich dir das natürlich, ne? Gut, dann sind wir mit dem Regal auch schon mal fertig. Wir wechseln ganz schnell das Thema so.
Ah, da sehe ich schon die Pumpfumbox drüben. Aber das kriegen wir gleich bestimmt nochmal. Oh mein Gott, das sieht so schön aus, gell? Ja. Einmal einen selbstgemalten Yuji wahrscheinlich. Jo, hab ich. Der sieht echt fresh aus. Danke, Mann. Dann das Tokyo Ghoul Shikishi. Eingerahmt, weil es ist ein bisschen dünneres Material und so. Es muss. Ich hab's hier unten eingerahmt, ja. Und es kippt nicht immer um. Es bleibt meist stabil. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ich finde das Motiv von dem Shikishi richtig geil. Ich auch. Also ich will da nie hin. Dingsbums verkackt niemals. Er ist ein Goat. Ich weiß nicht, ob er das speziell für Deutschland angefertigt hat, das Shikishi, weil der hat ja generell immer für verschiedene Länder verschiedene Sachen gemacht. Das hat man ja auch im Artbook gesehen, wo der dann zum Beispiel Shikishi von Frankreich oder so dann mal da drin hatte. Und das habe ich noch nie gesehen und sieht übelst fresh aus. Und ja, da hast du auch noch hier Berserk, das Cover von Band 41 Limited Edition. Es ist halt diese französische Shikishi Metall-Dings da. Ah, das ist es. Ah, okay. Ja, genau. Und da hinten sehe ich das Attack on Titan Metall Shikishi. Ja, sage ich mal nichts zu. Also. Ja. Attack on Titan Goat, das Shikishi, das Motiv hätte man Tatakai oder Freedom nehmen können. Nee. Ich sag's immer wieder. Ich aber. Das sieht auch cool. Das sieht cool aus. Also, ja, aber das habe ich auf dem Schuber, dann drehe ich einen Schuber andersrum und dann. Habe ich das. Versteh schon. So. Keine Ahnung, ist okay. Yuji-Figur sieht auch cool aus. Die Miku, mein Mann. Miku. Miku Nino. Digga, wo ist hier die Hand, Alter? Wer ist Beste? Was hast du gesagt? Nino und Miku. Digga, du bist so mein Mann. Ich sag's dir so, es ist Nino und Miku. Einfach Beste. Am Anfang Nino ein bisschen gehatet so. Und dann zum Ende wurde die fresh für mich. Und Miku war schon seit Sekunde 1. Girl. Ja, true. Aber also, ich bin ehrlich mit dir. Ichika, die größte Dumme. Ich will es nicht sagen, weil YouTube... Ja, ist okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Da habe ich mich auch schon sehr oft aufgeregt bei der, muss ich sagen. Aber wir machen mal fröhlich weiter mit einer Jump da hinten. Mit Maschel oder was ist das? Mit Maschel. Ja, ich sehe nur hier so den Kopf und gehe mal davon aus, dass es Maschel ist. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat mich das direkt dran erinnert. Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch das Shikishi von Kaze mit Gojo. Das finde ich so geil, man. Das war ja auch bei der französischen Limited Edition irgendwie als Cover, ne? Als Variant Cover oder so mit den Gojo drauf. Und finde ich cool, dass das auch nochmal Shikishi-Motiv hier in Deutschland kommt. Das ist generell. Und dass es auch noch so groß ist. Ja, die Größe, vielleicht kleiner jetzt auch gemacht, weil ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll und so, aber wenn man es oben auf Regal stellt, ist perfekt. Ja, true. Okay, dann kommen wir mal zum Mushoku Tensei. Ich sag mal kurz meine Meinung dazu. Okay, go. Nein, jetzt geht ihr davon aus, dass ich es hate. Ich mag Mushoku Tensei sehr, ich habe nur den Anime gesehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich von der Manga-Adaption halten soll. Ich höre von vielen, dass die nicht so geil sein soll. Und keine Ahnung, ich habe kein Interesse am Manga so, denn ich warte auf ein Anime, ist ein richtig, richtig geiler Isekai, natürlich nix über Slime so, aber Mushoku Tensei ist schon sehr, sehr big und die englische Version sieht echt geil aus, muss ich schon sagen, also die hat schon sehr was, die sieht schon sehr cool aus. Darf ich dir zuhören, würde ich sagen? Ja, hau raus. Ja, also für mich... Mushoku Tensei, mein favorite Anime auf 1, auf all time jetzt aktuell. Fun Fact, wegen dem Mushoku Tensei leiten will, wurde ein Anime-Studio gegründet, wird wahrscheinlich ihr einziger und letzter Anime sein, die sie adaptieren. Also was man jetzt gerade sieht, ist die englische Light Novels, nicht die Manga-Version. Ich finde den Manga pretty alright. Du hast mich einfach outplayed gerade. Einfach aufs genommen. Also die Light Novel sieht geil aus, aber das Problem ist, die kriegt man so schwer, Junge, einfach viele so out of print oder man muss es teuer kaufen. Es regt mich so auf, Seven sieht so ein Drecksverlag. Not gonna lie, Band 16 seit einem Monat oder 2 Monaten out of print, geil, Mann. Und ja, was soll ich dazu sagen, besser als Slime, Safe Call. Wir machen mal weiter. Daneben haben wir noch eine wunderschöne Yu-Gi-Oh! Karte. Warte, lass mich raten, das ist
Boah, die Video, das, die Fotoqualität ist auch anders krass. Keine Ahnung, was das ist. Echt auch nicht. Perfekt. Dann kommen wir direkt zum nächsten Bild. Ah, da, da. Da hast du schon mal was richtig gemacht hier. CC. Eine wunderschöne Figur. Die hat nur 23 Euro gekostet. Oha, okay, so krass. Die sieht echt gut also aus. War Winter oder Weihnachten ist Sale, sowas auf Amazon. So, jetzt zwei kurze Sachen. Erstens, warum ist hier so viel Staub? Ja, Digga, komm. Das Ding ist, ich putze niemanden Regal, bin ich ehrlich mit dir. Ja, musst du mal machen. Nett gemeinter Rat an dieser Stelle. So, und noch eine Sache, warum hast du den Chainsaw Man Schuber da ganz hinten in der Ecke im Schatten hinter einer Figur? Ja, keine Ahnung, sieht cool aus. Ah, und deswegen stellt man es ganz hinten in die Ecke, wo man es nicht sieht, in den Schatten hinter einer Figur. Genau. Perfekt, gut, dann haben wir das auch geklärt. Dann hast du hier, haben wir hier noch so ein LED-Bild. Ja. Von, ich kann es nicht ganz identifizieren. Gojo. Hä? Geht und Gojo. Ah, hier. Ah, okay. Dann hast du hier natürlich noch JJK bis aktuell. Ja. Mit dem 0,5 Band, richtig und wichtig. Wahrscheinlich für 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Digga, nein. Hast du noch so bekommen, okay. Ja. Das freut mich für dich. Ich habe den für 7 Euro geholt bei Kleinanzeigen, weil ein netter Mensch da draußen war, der nur 7 Euro wollte. Ja. Okay, nice. Dann haben wir noch zwei Gojos. Eine kleine, die finde ich eigentlich ganz süß. Und dann noch eine normale, die ist auch cool. Ja. Und dann kommen wir hier runter zu Pandora Hearts. Soll übelst krasse Zeichnung haben. Ich habe eine Freundin von mir, sagt immer, ey, Pandora Hearts, die Zeichnungen sind so göttlich. Und ja, ich habe mich auch und man soll es bingen. Man soll es, wenn man es komplett hat, dann ist es bingen. Nicht, sag ich mal, alt sind. Wenn man alles versteht und so. Ja, und für den Vibe und so weiter habe ich gehört. Also auf Discord. Ah, okay. Ja, Pandora Hearts wird sich auch irgendwann geholt. Ich denke mal nicht, dass die so schwer zu bekommen ist. Oder Kleinanzeigen gibt es bestimmt genug Anzeigen und so. Aber 10 Euro pro Band schmerzt schon, Junge. Echt? 10 Euro so ein Band? Ja, Digga, das ist ja so ein Nachdruck, weil es so klein angepackt wurde. Oh, scheiße, Mann. Okay, kacke. Ja, dann kommen wir hier zu My Shit Academia. Oha, schön. Nein, genau. Spaß. Ich finde My Hero okay. Ich bin, keine Ahnung, wenn ich jetzt von einer 1 bis 10 ranken muss, wäre es schon auf so eine 8 und das ist eigentlich schon gut. Ja, wer mein Ranking kennt, weiß, dass es okay ist. ja, also ich will auch ab 24 bis aktuell, ich habe ja Band 27 bis aktuell hier bei mir und Band 24, 25, 26 wollte ich mir noch holen, weil ab dann wollte ich den Manga mal lesen auf aktuellen Stand. Mhm. Ja, Anime, ich finde es okay, also der Overhaul-Arc war richtig geil. Und davor dieses United States of Smash war cool, aber sonst, ja. Sie sich einfach scheiße, fährt der Punkt aus. Okay, sind das alles First Editions, oder? Ja, also ich habe bis Band 21 gesammelt bei First Edition. Also First Edition. Du hast erst ab 21 alle First an. Genau. Okay. Daneben haben wir den japanischen Band von JJK Band 1 und von Band 14. Französisch? Vietnamesisch, Digga. Wie kommst du auf die Idee? Ah ja, komm, heute, ich kaufe mal einen vietnamesischen Band. Ah nee, das Ding ist, meine Mutter hat es mir mir einfach so geschenkt, wo sie in Vietnam war. Deswegen. Ah, okay. Hat sie mir einfach so gekauft. Und hat sich dran, er mag dieses Jujutsu Kaisen. Ich nehm mal ein, zwei Bände mit. Aber anschließend ist es auf Japanisch. Ah, okay. Und dann ist auch der hier auf Japanisch, Demon Slayer wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, mit Slayer. Ah. Okay, dann kommen wir zu uns. Nee, davor kommen wir noch zu. Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft. Roman? Ah, ja, okay, ich sehe hier oben. Ja, ich muss mal. Ich will mal die. Wie viel? Zwei oder drei? Drei, ne? Drei Bände. Sind gut. Ja, ich will mir das mal holen und. Ja, kann man vielleicht mal nebenbei holen. Das sind ja nur drei Bände und dann passt das. So, da unten haben wir noch ein paar Figürchen. Zenitsu, Deku und Rengoku. Und dann kommen wir. Zum Problem. Gute Nacht Pumpun Schuber, ja. Gute Nacht Pumpun. Ich weiß nicht warum, aber ich bin wahrscheinlich zu overhyped da reingegangen, weil ich habe da was übelst Heftiges, Deprimierendes, Zerstörendes erwartet. Und ich muss ehrlich sagen, die ersten Bände, der erste Band war okay, die anderen, die waren so,
Also, ja. Musste mich echt durchkämpfen. Und diese Good Vibrations-Typen, ne, die könnte man echt einfach weglassen. Die könnte man rauslöschen. Das wäre sogar noch besser, weißt du, die Geschichte. Ja, ja. So wenig Impact, wie die hatten. Aber ich will hier auch kein bisschen reinspoilern, ja. Aber, das Ding ist, ja. Von 1 bis 3 war so noch Punkt klein, so bla bla bla. Also mit 4, ab Band 5 wird das schon ein bisschen schlimmer und weiter. Da passiert schon viel krasse Scheiße. Ja. Und sag ich mal, Punkt Final Arc ab Band 10 oder 9 was? Ja, da ist bis krass. 13. Boah, der war fucking deprimierend, scheiße, Mann. Ab dann ging's los, aber das ist ja schon hart, dass man bei einer 13-bändigen Reihe ist. Doch 13, ne? Ja, ist 13. Dass es erst ab Band 9 krass wird. Also, ja, egal. Das Ding ist, Pompon ist ja. Ja, nein. Ich will nur nicht so tief in die Materie reingehen, weil. Ja. Also, das Ding ist, Pompon ist so, man verfolgt sein Leben auf klein auf bis groß. Das ist, sag ich mal, Pompon. Gute Nacht, Pompon einfach. So, verstehe ich meine? Ja, war auch okay. Aber ich würde es jetzt nicht so, oh mein Gott, 10 von 10. Heftigster, deprimierender Dings. Ich würde sagen, okay, ist gut. Ist gut, aber ist jetzt nicht überwältigend. Also für mich wäre es eine 9 oder 10 von 10. Echt? Also für mich wäre es so eine 8. Für mich ist fast alles eine 8 aus der AOT. Nee. Was soll ich mal sagen? Ja, genau. Das ist, bei mir und Pumpen ist es so, bei vielen Dingen kann ich bei Pumpen so hart nachvollziehen. Und halt klar, er macht auch viel Bullshit und so ein Scheiß. Für mich ist Pumpen sowas wie, er ist ein Masterpiece. Aber so ein Masterpiece, das ich hasse, so dieser Masterpiece, den keiner mag, so verstehe ich meine, ist komisch bei mir und so weiter. Ja, das ist jetzt halt so. Schwierig. Es ist so dieser Underdark Masterpiece, so der Außenseiter. Ja, so wie 20th Century Boys. Digga, Maul, Junge! Okay, wir gehen zum nächsten. So, dann gehen wir erstmal hier auf links. Da haben wir. Boys. Auf Vietnamesisch. Okay. Ja, okay. dann haben wir Hunter x Hunter. Antrag, weil ich da Dings bei Anime portiert habe. Was hast du? Also ich habe die Mangas von Hunter x Hunter geholt, ab Chimera Antrag, da ich im Anime dort portiert habe, also ganz am Anfang. Okay. Ja, irgendwann will ich. Ich weiß nicht, ich bin unentschlossen, aber. Das wäre schon cool in der Sammlung, glaube ich. Ich werde auf jeden Fall hier, ich habe, glaube ich, Band 34 hier, ich hole mir noch 33, damit ich auf aktuell lesen kann, damit ich auch noch jetzt die Chapter King lesen kann, die Togashi ja gerade gemacht hat. Ich glaube, 20 wollte er anpeilen, ne? Ich weiß nicht, ob er schon mit den allen 20 fertig 10, ist, aber... 10, glaube ich, 10 wollte er machen. Ja, 10 hat er doch schon und dann wollte er doch weitermachen. So. Soweit ich das mitbekommen habe. Aber es geht ihm ja gerade wieder schlecht, deswegen bezweifle ich das. Ja, gut, was machen wir? Ja gut, dann kommen wir zu Magi, das freut natürlich Kuroko, dass hier noch jemand Magi in seiner Sammlung hat. Habe ich mir zum Geburtstag reingezogen, also mein Vater hat es mir geschenkt. Alles? Ja, alles, 1 bis 37. Stabil. Wie viel Warenwert ist das? 260, also aufgerundet. Stabil. Manche wollen eine Spielkonsole, manche wollen halt Magi komplett. Da sag ich mal nix. Deswegen ich bin nicht so der Typ, der gern zockt oder so ein Gamer bin, verstehe ich meine? Okay. So ein Typ bin ich nicht. Also deswegen, lieber Mangos. Dann kommen wir in die verbotene Ecke. More than a doll, richtig geil, ich liebe es. True. Marin. Best Girl. Marin ist fucking cute, Mann. Marin, ja. Lass jetzt nicht hier rumsimpen. sonst wird es noch ganz weird hier. Aber Marin schon. Sehr, sehr peak. Kann man schon sagen, ja. Daneben haben wir Love is War Band 14 und 15. Ja, also nach dem Anime halt. Ja, also ohne Scheiß. Ich habe jetzt den Anime geguckt, ne? Diese Staffel 3 war das, glaube ich, Ultra Romantic. Ey, der hätte aufhören können. Aber ich frag mich, wie es war. Guck mal, wenn es jetzt ab Band 13, 14 aufhört, ne, mit dem Anime, mit der dritten Staffel. Digga, es gibt ja schon über 20, 23 Bände in Japan. Was passiert da noch? 26. Ja, also, es ist jetzt wahrscheinlich nur bis 27 laufen oder 28. Ja, aber ich frag mich, was da noch alles passieren soll. Also, das wäre jetzt schon gefühlt perfektes Ende gewesen, aber.
Season 3 von A Love is War ist einfach eine 10 von 10. Fertigpunkt aus. Das ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Da hinten haben wir Jonas Geisterhaus. Also habe ich für den Plot gekauft. Ja, für den Plot. Das ist auch kein Edgy. Das ist hier ja, krasse Story und Slice of Life und so. Ja, Action, ja. Das ist das. Gut, dann also kommen wir hier. Gab es hier nicht mal einen Shikishi zu oder so? Ja, gab es. Ich glaube, ich habe es verloren. Nice. Ich wollte es mir nicht für Shikishima holen, aber es scheint weg zu sein. Danach, dahinter haben wir Love and Lies. Oh, so ein guter Romance Hong Kong Manga. Der ist gut. Der ist wirklich underrated. Ja, Mann. Aber du sagst schon die ganze Zeit so komische Sachen, die größer als Vinland Saga sind. Wer weiß nicht, wie ich deine Meinung einschätzen kann. Nein, der ist nicht größer als Vinland Saga. Das ist schön. Also das hätte mich auch maximal verwundert, ja. Wenn das, also ohne Scheiß, ich hätte direkt Aufnahme abgebrochen, Video gelöscht, vorbei. Nie, ich würde dich blockieren, Junge, wenn du mir sagst, dass das hier besser als Vinland Saga ist. Nein, nicht. Aber ist ja alles subjektiv, ne? Ist ja alles subjektiv. So, dann kommen wir zu Fire Punch. Ja, Fire Punch. Also hast du gelesen? Mal Hot Take? Ja, Hot Take? Ist besser als Gentleman. Hör auf, die ganze Zeit so komische Sachen zu sagen. Nein, ist nicht komisch, ist Facts. Es ist besser als Gentleman. Also die ersten 11 Bände. Was, die ersten 11? Ja, von Gentleman, diesen Sommerschuber. Achso. Junge, ich weiß es nicht, aber... Aber der ist super gut, der ist wirklich abgefuckt, richtig schön abgefuckt. Ja, muss ich mir vielleicht irgendwann... Also den hatte ich mir sowieso mal vorgenommen, irgendwann zu holen, aber ist sogar weiter hinten bei den Prios tatsächlich. Ich glaube, bei Band 2 bekommt man immer so ein, was will ich, Shigishi, so ein Postkarte, wo man die Bilder ändern kann. Du weißt, was ich meine, oder? Ah, dieses Holo-Ding? Ja, ja, genau, diese Holo, genau. Ah, okay. Ist auch super. Ja, ist im Warenkorb. So, kommen wir zum nächsten. Oh, jetzt kommen wir zu Dragon Ball, okay. Dragon Ball, meine absolut Lieblingsanime. Ich habe das hart verfolgt in der Kindheit und... Ja, Mann, natürlich. Tommy Morgenstern einfach besser. Ja, Tommy Morgenstern einfach. Also, Real Talk, ich habe Dragon Ball nur flüchtig gesehen. Und ich weiß, dass das hier Buu ist. Ich weiß, dass das hier wahrscheinlich Trunks ist. Nein, das ist Goten. Goten. Ja. Nein, Spaß, ich noch. Hier ist mein Bruder, Muten Roshi. Und hier ist nochmal Trunks mit seinem Sword. Ja, Dragon Ball, ich guck's mal einmal komplett an. Aber erstmal muss ich One Piece zu Ende gucken. Also zu Ende. Was ist los? Ich will es nicht gucken, sondern es lesen. Es hat ein anderes Feeling, wenn man es liest. Es ist komplett anders. Vor allem die Pläne. Ja, vielleicht mache ich auch beides. Ja, mach das Leben ist lang. Irgendwann werde ich 20% aller Mangas auf der Welt gelesen haben. So, wenn ich 100 bin oder so. Okay, perfekt. Da haben wir noch hier Yu-Gi-Oh! Ja, habe ich auch nur den ersten Band hier. Ja, ist cool. Ja, ich finde die Zeichnung ganz cool. Ja. Irgendwann hole ich mir die anderen auch noch. Massiv wird generell relativ immer aktuell, also verfügbar sein, deswegen kein Stress. Coole Figuren also auf jeden Fall. Also die Massivbände von Yu-Gi-Oh! Sind fucking geil aus und Dragon Ball. Viel besser als die von Naruto. Ja. Ich finde die von Fullmetal Alchemist gerade, ne? Die haben, ich glaube, soweit ich gesehen habe, keinen Stempel drauf. Ey, ich hol mir die so hart, ne? Aber sie haben so auch cool diese Hässe, ja, aber sie haben so diese blaue Logo von Ultraverse fett in den Mitte reingetan. Echt, ist es also das so? Von oben. Ja, ich habe also das für einen Sticker. Nein, ist kein Sticker. Ist schon rein gedruckt. Ja, egal, auf jeden Fall, ich find's geil, Digga. Ich find's auch cool, wie es aussieht, so schwarz, dann so Metallic und so und ja, ist cool. Preis-Leistungs-Verhältnis, das würde ich mir holen. Full Metal Edition, schwierig, aber ja. die würde ich mir holen. Auch erster Band 5 war. Ja, also ich glaube, ich werde es mir sogar morgen kaufen. Also was morgen, also am 25. August. Ja, ich muss auch mal gucken, was ich mir hole. Ey, ich sehe schon, wir haben 40 Minuten hier, ne? Und es wird nicht viel weggecuttet werden. Es wird vielleicht dann maximal auf 30 Minuten runtergehen und so. Alter, okay, kritisch. Vielleicht nehme ich auch nur 2 pro Video dran, wer weiß. Zeit verfliegt wie im Fluge. Zitat des Tages. Ja, dann haben wir hier noch Bleach Extreme, hole ich mir auch noch.
Ja, Einzelbände kann ich eigentlich schon direkt aufgeben. Sieht geil aus, will ich auch unbedingt haben, aber kann man auch aufgeben. Die Schwarz-Weiß von Extreme Battle sieht voll geil aus. Also, ja, ich weiß nicht. Mal so, mal so. Mal finde ich es cool, mal finde ich es übelst komisch. Ja, finde ich es komisch. Ah, fuck, was ist das? Ist das Bleach oder doch nicht Bleach? Ah, was ist das? Doch eine andere Reihe. Ja, gut, so schön wäre es auch nicht, aber. Ja. Ja, gut, dann kommen wir hier zu Kingdom. Vietnamesisch. Auf Vietnamesisch. Von meinem Mom. Hat sie mir auch gekauft. Das kannst du auch alles lesen. Nein. Nice. Ja. Ja, vielleicht kommst du ja irgendwann nach Deutschland, wer weiß. Ja. Träume sterben zuletzt. Ich glaube nicht. Träume sterben zuletzt. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, wird hochgehypt. Muss ich mal gucken. Jo. Ja. Das ist eigentlich das Ende meiner Sammlung. Das war's. Da haben wir noch hier zusammenfassende Bilder. Von deinem wunderschönen Regal. Ja, also ich kann sagen, du hast eine geile Sammlung, hast viele coole Figuren, cooles Regal, viele nice Reihen, auch teure Reihen hier mit Berserk und ja, auf jeden Fall richtig stabil. Ich würde sogar schon fast sagen, besser als meine. Ja, also besser als Willens sogar. Der Schwachstisch. So, wir beenden das Video. Ja, cool. Auf jeden Fall freut mich, dass du dabei warst. Dass du Bock hattest. Ja, mich freut ebenfalls. Ich hoffe, mein Profilbild wird nicht kritisch. Was? Alles cool. Ich hab's so bearbeitet, dass es legit ist. Ja. Okay, also, und ja, coole Sammlung. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Und ja, dann kommen wir. Willst du auch Werbung machen? Hä? Was? Willst du auch Werbung machen? Ja, komm mal raus. Okay, komm, folgt mir alle auf Insta. Zeichnungen des Stars und ja, gutes. Okay. Dann. So, das war die Sammlung vom lieben Ming und ja, hat auf jeden Fall eine stabile Sammlung, sieht richtig cool aus und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt noch einer hinten dranhängen. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder und bis gleich. Bye bye. Folgt mir auf Insta, danke.